So. Eben noch, dass Rika wenigstens Level 20 ist. Vielleicht lernt sie ja nochmal was Neues. Nein! Ey, jetzt kommt ihr mir mit der Scheiße. Ach komm! Tschüss. Moment. Hey, das Schlimmste, was es gibt, ist verdammt auch noch an zu verwirren. So, ich habe jetzt einfach mal voll drauf mit allem, was ich habe. Bevor er es wagt, mich hier nochmal zu verwirren. Stirb, blöder Baum. Ich sagte, stirb Baum, nicht stirb Erika. So, leben wir erstmal hier ein bisschen wieder. Ey, das ist nicht wahr. Ich muss erstmal Melein heilen. Die wahrscheinlich gleich direkt von... Die sich einfach mal direkt selbst umbringt. Why not? Wozu heile ich diese verdammte Verwirrung überhaupt? So, hier, Erika wiederbeleben. Sag mal, kann in einem Baum einfach mal sterben? Wie fällt denn so ein dummer Baum eigentlich aus? Tschüss. Tschüss. Danke. Mann, Mann, Mann. So, erstmal hier durchheilen. Ey, das ist nicht wahr. Feuer. Alle Monster, das haben die ganzen Bäume, bis jetzt nicht ein einziges Mal. Nö. Also der Kampf läuft ja mal mehr als scheiße gerade. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Einfach nur scheiße. So, tot. Wie lange hat er jetzt gedauert? 2 Minuten. Für einen so billigen, dummen Kampf gegen Bäume. Wie lange, wie viel brauchst du noch? Oh, einen Kampf. Moment, schauen wir einfach mal. Gut, einen Gegner mache ich. Wenn er alleine ist. Wenn die zu mehreren sind, mache ich es nicht mehr. So, komm, gib mir ein Level up, gib mir ein Level up, gib mir ein Level up. Hä? Erik hatte gerade 1500. Wie hast du sie getötet, wenn du nur 700 abgezogen hast? Da schon wieder 800. Hä? Was cheatet der da für eine Scheiße, dieser dumme Baum? Danke. So, ich kämpfe jetzt nie wieder hier drin. Ich kämpfe nicht gegen Cheater-Bäume. Hallo, Fred. Ich bin froh, dass ich noch einen Ausgang aus dieser Besten neulich fand. Hast du wenigstens geduscht? Das ist alles anderes als angenehm, aber was tut man nicht alles für ein gutes Geschäft? Ich war hier im Wald, ist schon gleich viel angenehmer, wenn man nicht mal vom Menschenfressenden Bäumen, wenn man von den Menschenfressenden Bäumen absieht, natürlich. Aber egal, lass uns nicht über die Umgebung sprechen, kann ich irgendwie weiterhelfen. Was ist denn da ein Feuerstein? Yay. Kauf mal 2. Ich weiß nicht, wie viel man davon braucht. So. Wir sehen uns. Mit Sicherheit noch. Ich halte jetzt nicht. Nö. So, hier ist nichts. Geht's nach oben weiter? Nö. So, ich kämpfe nicht. Ich bin gerade zufällig Pazifist geworden. So, hier haben wir das andere Feuer. Okay.
Rot ist anscheinend die richtige Farbe. Ja, ein Hinweis wäre nicht schlecht. Ich mach's mal rot einfach. Und wenn wir jetzt Feuersteine bekommen, ich glaube, damit können wir die andere Feuerstelle da anzünden. Deswegen eben mal schnell hin. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Rätsel hier in dem Teil nochmal ging, aber die fick dich, Baum. Und vor allem ihr beiden da unten. Zwei dümmsten Bäume dieses Waldes. Bist du weg hier. Gegen dich will ich auch nicht mehr kämpfen. Du bist zwar nicht so schlimm wie die anderen, aber ich will trotzdem nicht. So. Wie macht man das jetzt nochmal? Gegenstände. Hier kann man vom Feuer schon auf dem Boden. Und du? Dann muss ich die hier reinwerfen. Und nu? Ja, wie ging das Rätsel hier nochmal? Vergessen. Ich glaube, beim Testen bin ich viel schneller drauf gekommen. Weg, 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 weg. Hier, ich brauche nochmal neue Feuersteine, glaube ich. Komm, gib mal her. Ja, gib mal nochmal. Shit. Ich wollte eigentlich anders. So. Läuft das Stille seltsam an. Nein, weg. Tschüss. Warum? Das ist ein verdammter dummer Baum. Lass mich flüchten, verdammt nochmal. Flucht. Hallo. Danke, Arschloch. Ja, fühlt sich nur seltsam an. Ja, schön, Rika bleibt jetzt tot. Ich habe keinen Bock, sie wiederzubeleben. So, nochmal nach unten. So, wie ging das jetzt nochmal? Ich weiß noch mal hier mal so einen Stein, aber jetzt habe ich ja bereits genug davon. Irgendwo ein Schild. Nö. Hä? Ich nehme mal grün. Obwohl, grün war es doch vorher. Ich nehme lila. Gucken wir einfach mal, wie die Kombination so ein bisschen aus. Vielleicht passiert ja dann was. Ist auch nirgends irgendwie so ein Tipp oder so, der einem gegeben wird. Ging das nochmal? Ach, jetzt kommen wir erstmal rüber, ja. Komm her. Los, schneller. Dummer Baum. Hier rechts irgendwo noch was, vielleicht, was mir einen Tipp gibt. Nö. Egal, so kann ich die Musik länger genießen. Wie zum Teufel ging das hier nochmal? Nicht. Okay. Mit dem Feuer kann ich auch nichts machen. Kann ich da jetzt irgendwie was reinschmeißen?
Okay, jetzt hat's geklappt. Moment. Wieso ist da Feuer? Wird das einfach vorher nicht geklappt, dass ich da einen Feuerstein reingeschmissen habe? Nicht nur Cheater-Bäume, jetzt gibt es ja auch noch Cheater-Flammen. Die ganze Welt ist total verbuggt. Aber die Käfer können diesen Bäumen, den Baum da links da ruhig auffressen, habe ich nichts gegen. So, gehen wir jetzt nochmal darüber und machen die Flamme auf Rot. Weil die andere war ja offensichtlich, ja, so dunkelviolett, würde ich sagen. Und ich gehe auch mal davon aus, dass man da die Farben einfach mal kombinieren muss. Deswegen. Ja! Da ist eine Brücke erschienen. Ganz genau so. Ich glaube, das ist auch gerade der einzige Zeitpunkt im Spiel, dass man Feuersteine kaufen kann. Später hat man die dann nicht mehr, weil Fred ja, wie man schon bemerkt hat, immer weiter wandert. Der bleibt ja nie am selben Ort. Das wäre ja langweilig. Fred ist immer und überall. Das finde ich gut so. Denn er rettet dadurch Leben. Meins vor allem. Immer und immer wieder. Ganz langsam. Na gut, so. Jetzt können wir da vorne nach links weiter. Und ich glaube, da hinten gab es gleich direkt dann noch ein Rätsel. Nee, ich kann über Gras laufen. Genau. So, wie ging das nochmal? Der Kreislauf der Zeit ist der Schlüssel zum Ziel. Zitterst du? Schönheit der Blumen. Schwitzt du? Schönheit der Blätter. Zitterst du wieder? Es wird sich wiederholen. So, jetzt muss ich nochmal schauen. Das sind... Ja, Jahreszeiten. Zittern ist natürlich dann Winter. Die Schönheit der Blumen im Frühling. Schwitzen im Sommer. Und ja, die Schönheit der Blätter im... ja. Im Dingens da. So. Wie ging das jetzt nochmal? Musste ich von links anfangen? Ich bin mir da nicht sicher. So. Blau würde ich für Winter machen. Grün für Frühling. Rot für Sommer. Und... Gelb für Winter, aber anscheinend. Wir müssen mal andersrum. Da. Dort grün. Hier rot. Hier gelb. Obwohl, im Moment. Rot könnte auch Herbst sein. Jetzt müssen wir mal andersrum nochmal. So, hier. Hier in grün. Hier gelb für die Sonne. Rot für die Farbe der Blätter. Jupp, das ist richtig. Aus der Ferne waren Geräusche zu hören. Genau. Ja gut, ich würde auch gelb und rot, also gelb kann auch genauso gut eigentlich Frühling sein und rot auch genauso gut Sommer, aber naja, einfach mal beides ausprobieren. Dann bekommt man schon recht schnell das Richtige raus. So, jetzt erstmal weg von dem Viech da. Naja, Rika tot. Egal. Ich muss ja eh gerade hier nicht kämpfen, von daher. Nein, 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 geh weg. Rein da. Das hätte ich nicht erwartet. Der Baum sieht von innen jedenfalls nicht natürlich aus. Hm? Was könnte hier unten bloß sein? Ein Schalter. Zwei. Irgendwas geschah. Und wir gehen einfach wieder raus. Und siehe da, wir sind ganz woanders. Da hat sich gerade jemand entfernt, im Norden. Wir sind an einem völlig anderen Ort. Das muss diese Stadt sein, von der Pat sprach. Dann werden wir hier mit Sicherheit irgendwo diese Elementarforce finden. Gut, und was uns in dieser Stadt erwarten wird... Sehen wir dann beim nächsten Mal. Das war's wieder mal von Elements Destiny Origins, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.